Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ETS 2. Was hoffentlich bald ETS 3 ist, mit all den Verbesserungen, die ich bei American Talk Format bereits aufgezählt habe. Blalalala. Das Mike. So, let's go. So. Machen denn die Fahrer mittlerweile irgendwas? Kartenansicht. Ah ja, wir sind schon beide unterwegs. Sehr geil. So, beide haben schon zum Glück schon Fernfahrt. Ich könnte sie eigentlich sogar schon spezialisieren. Ganz ehrlich, ja, komm. Warum nicht? Fernfahrer. Und Fernfahrer. So, jetzt werden sie beide Fernfahrer. Und dann Action. Sehr geil. Gut. Ha. Ist bei mir noch die erste Mission, ne? Ja. Ah ja, was soll's. Bald kriegen wir hoffentlich unsere ersten Einnahmen von ihnen. Oder die ersten Verluste. Hoffentlich nicht. Das ist das Schöne, wenn man zwei Fahrer hat. Wenn der eine Verluste hat, ist die Wahrscheinlichkeit trotzdem relativ hoch, dass der andere dann relativ bald Gewinne einfährt. Lass uns gut, ich meine, am Anfang, da machen sie ja kaum noch was. Ne? Da haben sie gerade mal so ein paar hundert Euro. Aber es wird dann ja mehr. Vor allen Dingen, stimmt, eben, beide haben wir schon jeweils mindestens ein Fernfahrer-Level. Das heißt, es könnte sogar schon ein paar mehr hundert Euro sein, die sie da haben, verdienerweise. Bekommen oder so. Das muss ja raus. Ja. So. Noch 700 Kilometer. Ich sag ja, das geht runter wie nix. Er ist. So, 9 Stunden brauchen wir noch, ne? Das heißt, wir brauchen gar nicht mal weiter pennen gehen. Dann sollten wir also zeitlich alles locker schaffen. Sehr cool. So, unser Licht können wir wieder ausmachen, by the way. So. Was halt auch geil ist, ist, wie weit der Sprit reicht, ne? 2800 Kilometer. Also, ne, wieder so als Vergleich, 2000 Meilen ungefähr. So ganz cool. Ja, ist schon echt krass, was der Fassungsvolumen der LKW hat.
Ja, vor allen Dingen ist natürlich, ne, bei 80 km/h verbrauchst du natürlich auch weniger Sprit als bei 65 Meilen pro Stunde. Vor allen Dingen, wenn du dann auf Autobahn fährst, wo du dann 75 Meilen pro Stunde fahren kannst oder Freeways. Ja, es ist also. Vor allen Dingen, wie gesagt, amerikanische Trucks sind auch größer, schwerer. Die Auflieger sind auch größer und schwerer. Das heißt, du verbrauchst halt auch einfach da wegen schon mehr Sprit. Und vor allen Dingen, was halt, wo ich mir aber gar nicht so sicher bin, ist, dass die europäischen Trucks, glaube ich, mehr Sprit fassen können. Bei amerikanischen Trucks ist das größte 300 Gallonen, was die meisten LKW fassen können. Und europäische Trucks haben, glaube ich, bis zu 600 Liter. Was halt doch mehr ist. Ich habe zwar jetzt gerade nicht den Umrechnungsfaktor im Kopf, aber er ist auf jeden Fall weniger als 2. Das heißt, 600 Liter sind auf jeden Fall mehr als 300 Gallonen. Weil ich auch gar nicht weiß, wie viel wir aktuell haben, aber die sieht man auch nirgendwo, ne? LKW Manager. Ne, die sieht man nicht. Aber wir können mal ganz kurz gucken hier. Fahrzeugbrowser, LKW Browser. das hier. Oh, hier steht gar nicht so viel. Gallon. Das Ding fast. Warum nicht? Was ist das für Müll? Stand ja nicht früher auch immer, wie viele Liter der Sprittank dingstet? Ich bin verwirrt. Ich bin gerade echt verwirrt. Wo sieht man denn bitte schon solche grundlegenden Details? Das muss irgendwo drinnen stehen. Wie kann es in einem Euro-Truck-Simulator, also in einem LKW-Simulator, nirgendwo ersichtlich sein, wie viel Fassungsvermögen der LKW gerade hat und wie viel Liter da gerade drin sind an Sprit? Ist doch ein schlechter Witz hier. Oder ist es irgendwo offensichtlich, wo ich es immer übersehe? Irgendwo mit bei? Oh, die habe ich gerade gespeichert. Ne, ist auch nicht ersichtlich. Naja, das heißt, man muss ganz grob so überlegen. Ich meine, wir haben jetzt 1370 Liter getankt. Na? What? Das ist ja noch weit mehr als 600 Liter. Alter, da haben wir ja viel mehr. Was muss ich da mal? Warte mal, jetzt kurz hier. Beenden. Das muss ich jetzt mal. Also, jetzt, was? Also. Wir haben ja hier mein wunderschönes Startmenü, was ihr gerade überhaupt nicht seht. Weißt du was? Machen wir mal so hier. Ne, bei KDE, bei Linux, da kann man ja einfach hier so 300 und dann Gallon. Ich weiß gerade gar nicht die Abkürzung für Gallon. Machen wir es mal anders. Also wir haben 1400 Liter ungefähr. So, das sind doch geil. Okay, es sind gerade mal 370. Wow, okay, das ist Umrechnungsfaktor doch wesentlich größer, als ich dachte. Das heißt, dann haben wir wirklich gar nicht so viel mehr als ein amerikanischer Truck. Dann müssen wir wirklich einfach viel weniger Sprit verbrauchen. Wie gesagt,
mit dem amerikanischen Truck mit 300 Gallonen, da kommst du zwar schon Stücke, aber glaube nicht mal so um die 1000 Meilen. Also 1000 Meilen ist da schon ein oberstes Limit, glaube. Naja, und wir erreichen hier halt locker, flockig, einfach mal 2800 Kilometer. Also das ist schon eine andere Liga. Oder ich habe gerade in meinem Kopf Gehirnprozess ganz komische Werte drin, die gar nicht stimmen. Müssen wir mal bei ATS mal gucken, wie weit wir mit 300 Gallonen kommen. Lass uns loslegen. Erstmal echt interessant, wie so der Spritverbrauch ist im Vergleich. Aber ich habe halt bei ATS das Gefühl, ich bin nur am Tanken. Ne? Auch wenn ich mal privat mit den LKW ein bisschen rumheize, du bist nur am Tanken. Und hier fahren wir eine riesig weite Strecke und müssen nicht ein einziges Mal tanken gehen, weil der Sprit einfach mal für 2800 Kilometer reicht. Ich meine, gut, jetzt wäre natürlich auch die Frage, bei welcher Fahrweise das wieder ist. Ja, wenn wir jetzt, oh, wir fahren by the way viel zu schnell. Ne, aber genau, eben zum Beispiel, ne? Ob es jetzt ist, wenn man jetzt halt mit 80 km/h fährt. Oder ob das nur so lange ist, wenn man die ganze Zeit nur mit 60 km/h fährt, wo man ja wesentlich weniger Sprit verbraucht. Das sind halt so Informationen, die fehlen irgendwie ein bisschen. Das heißt, mit dem Wert an sich kann man eigentlich relativ wenig anfangen. Und damit ist es dann auch wieder fraglich, ob es überhaupt vergleichbar ist. Oder ob ich hier nicht gerade Birnen mit Äpfel vergleiche. Weil er hier in Europa mit viel, also von einem viel geringeren Spritverbrauch ausgeht, als eine amerikanische Anzeige. Ist übrigens mittlerweile auch schon nächste Version draußen von ETS. Also 1.45 ist schon draußen. Ich habe aber jetzt noch nicht geupdatet. Warum eigentlich? Irgendeinen Grund hatte ich, dass ich nicht abgedatet habe. Also ich habe die Version sogar schon mir gedownloadet. Da komm, überholt. Oh, Alter. Nein, jetzt könnt ihr auch hier bleiben. Jetzt bin ich komplett raus. Was? Genau, also ich habe mir die 1.45er Version habe ich schon das Update. Aber wir spielen jetzt hier immer noch auf der 1.44er. Und ich hatte auch irgendeinen Grund, weswegen ich das noch nicht umgewechselt habe. Frage ich jetzt aber nicht, warum. Wollte ich dann noch auf irgendwas warten? Ach ja, genau. Weil wir ansonsten. Nee, weil. Also, ich weiß halt nicht, ob wir gerade bei ATS in der Mission sind. Aber auf jeden Fall bin ich gerade privat. Wo ich privat spiele, bin ich gerade in einer Mission. Und eben beim Update von einer Version auf die nächste, da werden immer die aktuellen Missionen zurückgesetzt. Und ja, dementsprechend habe ich da noch nicht geupdatet. Auch wenn ich das Update schon runtergeladen habe. Eben damit wir überall unsere aktuellen.
Mission noch weitermachen können. Ich meine, gut, jetzt hier bei ETS, da wäre es eigentlich egal gewesen. Da haben wir mit der Mission, wie es aussieht, gerade erst angefangen gehabt. Das heißt, da haben wir, da hätten wir noch keinen Verlust gehabt. Aber ich weiß auch gerade gar nicht, wo wir gerade bei ATS sind. Ob wir da gerade innerhalb einer Mission sind. Ich glaube, ja. Ja, von daher. Aber wie gesagt, auch privat bin ich noch mitten in einer Mission. Hätte ich jetzt natürlich privat weiterspielen können und dann einfach, ne? Aber da hatte ich halt noch nicht die Muße dazu. Deswegen spielen wir noch auf der 1.44er Version. Ist halt so. Hinter uns ist ein Volvo. Schöne Gegend hier, by the way. Gut, der Berg da hinten sieht ein bisschen sehr plastisch aus. Aber egal. So, by the way. Nimm die Ausfahrt rechts. Immer geradeaus. Bitte rechts halten. Oh mein Gott, diese Kronauflieger mit ihren hässlichen Logos in den Scheinwerfern. Da, guckt euch diese Lampen an. Das ist doch ein Affront gegen was auch immer. Das war gerade ganz schön knapp hier. Oh, links und rechts schwarz. Wir laufen mit Scheuklappen. Oder fahren. Und wir haben bloß noch 400 Kilometer vor uns. Nice. Oh, ein Heißluftballon.
Okay, lass uns eine neue Route finden. Also so mit der Maus zu steuern ist ja schon schwierig, ja. Aber so zu fahren und dann auch noch mit der Maus zu steuern, ist ja... Hey, chillt mal alle hier. Wow. Okay. Das war's. Aus, Ende. Oh, da hinten. Mit Holz abgeholzt. So. Wumm. Warum geht die Kamera nach unten, um das Schild auszuweichen, ja? Ah ja. Ich meine, ich weiß warum, weil die Kamera versucht natürlich in eine Ecke ranzugehen, um mit dem auszuweichen. Aber in dem Fall gerade ist gerade dadurch erst mit dem Schild kollidiert. Wenn die Kamera einfach so geblieben wäre, wie sie gewesen wäre, wie sie war, meine ich doch, dann wäre sie einfach drüber gegangen. Das wusste die Kamera aber nicht. Da ist das Problem mit, dass die Alpha-Wände hier anders aussehen, als das, was sie machen. So, egal. Bis wir hier erstmal wieder mit dem Programmiererkurs anfangen. Guck dir diesen geilen LKW an. Wenn der die Schnieke ist, der will ich aber auch nicht. Was, 250 Kilometer? Geht eigentlich voll. Und sie haben immer noch 3000 Dollar. Euro. Kiste! Schon verkackt. Alles zerstört. Wie sieht es eigentlich aus mit weiteren Rastplätzen? Ich meine, hier ist einer. Auch wenn hier keine Icons angezeigt werden gerade. Warum nicht? Was ist denn hier los? Ihr könnt hier echt mal mehr Zwischenstufen machen. So ist es extrem nah und wenn du mit dem Scrollrad eine Stufe zurückgehst, siehst du gleich komplett raus.
Also hier hätte man ruhig noch ein paar Zwischenstufen einbauen können. Ist ja wirklich echt heftig. Na gut, weiter ran geht es auch gar nicht mehr. Na ja gut. Bei weiter rausgehen hat er genauso große Stufen. Warum haben die bloß so die haben gerade mal 4 Stufen. Die und die. Hätte man entweder einfach linear rein und raus, dass man ganz viele Abstufungen hat, oder wenigstens ein paar mehr. Aber gerade mal 4 Stufen ist echt ein bisschen sehr wenig. Na gut. Ja, und die weitere Raststätten kommen wir kaum noch. Ui. Ist ja interessant. Hier ist eine. Hier ist Maut und das schon ist hier. Lol. Ja, wie gesagt, wir brauchen eh nur noch 3 Stunden. Also Pen gehen brauchen wir eigentlich eh nicht. Höchstens jetzt wegen Folgepause. Ist ja schon 27. Na komm, let's go. Wo geht's hier? Oh. Schickes Gelände. Ist ein richtiger LKW-Rastplatz. Oh, ich dachte, da hinten kommen Urlaubsplätze. Ups. Da müssen wir jetzt hier rein. Ich komme zwar nie wieder raus. Wow, 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 wow. Liebe Spielephysik. Bitte. Komm klar. Alter. Irgendwie so. Oh, ein bisschen schön. So. Gerade geht's nicht. Perfekt an der weißen Linie ausgerichtet. Nicey-dicey. Oh, sehr gut geworden. Hütchen. Speichern wir mal. Und dann. Soll das mit der Folge auch gewesen sein? Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.